Bei uns im Domradiogespräch ist Bischof Franz Josef Overbeck, Bischof von Essen und innerhalb der Bischofskonferenz zuständig auch für die gesamtgesellschaftlichen Fragen. Das Attentat von Hanau ist erst wenige Tage alt. Heute ist die Gedenkfeier. Hat sich seitdem in der Gesellschaft was verändert, Ihrer Wahrnehmung nach? Ich glaube, dass das Bewusstsein für die Gefahr, die von rechts ausgeht, gestiegen ist. Sie hat schon begonnen mit den Attentaten, die wir in Kassel erlebt haben im Sommer des letzten Jahres, aber auch mit vielen anderen kleinen Attentaten im Alltag, ist jetzt aber auch durch dieses horrende Geschehen noch einmal deutlicher geworden. Ich kann da nur deutlich zu sagen, kein Millimeter nach rechts. Gilt das auch für Kirchen? Kirchen haben ja teilweise auch Probleme am rechten Rand. Es gilt auch für Kirchen. Hier ist angesagt, dass wir eine klare Gewissensentscheidung brauchen im Blick auf die Freiheit des Menschen, auf seine Würde und damit auch auf die Würde aller Menschen. Angefangen bei den Migranten bis hin zu den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und vielen Menschen auch anderer Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen. Hier geht es um einen Maßstab, der für das Gelingen eines friedlichen Lebens notwendig ist, nämlich Freiheit und Würde jedes Menschen zu achten. Wie kann die Gesellschaft, wie kann die Kirche das denn stärken? Es gibt ja nach jedem Attentat immer wieder das Bedauern, die Aufforderung. Was kann man vielleicht an konkreten Schritten unternehmen? Konkret können wir in der Kirche dafür Sorge tragen, dass wir uns vor allen Dingen öffentlich all derer annehmen, die sonst unter die Räder geraten oder Opfer von Misshandlungen werden oder Opfer von Missdeutungen ihrer Handhaltungen und Handlungen. Wie man sehen kann, wenn man in einer Region wie ich lebt mit vielen Migranten und Flüchtlingen, nämlich im Ruhrgebiet. Das Zweite, was wir tun können, ist immer nicht aufzuhören zu beten um die Wandlung des und die Umkehr des menschlichen Herzens. Und das Dritte ist, in der Verkündigung deutlich dafür Sorge zu tragen, dass die Würde des Menschen und seine Achtung immer wieder einen ganz wichtigen Platz bekommt. Bischof Overbeck, herzliches Dankeschön. Bitteschön.